Wir kommen nun zu einem Geschäftsordnungsantrag. Die Fraktionen der SPD, Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen haben fristgerecht beantragt, die heutige Tagesordnung um die zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurfs zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts auf den Drucksachen 6665 und 12989 zu erweitern und jetzt sofort im Anschluss mit einer Debattenzeit von 38 Minuten zu beraten. Über diesen Geschäftsordnungsantrag stimme ich nun ab. Wer stimmt für den Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung? Wer stimmt dagegen? Das erste war erkennbar die Mehrheit. Ich frage, ob es Enthaltungen gibt. Beifallsstürme nach Geschäftsordnungsentscheidung hatten wir auch eher selten. Wir können damit zu dem aufgesetzten Tagesordnungspunkt kommen. Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurfs zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts. Dass wir heute darüber entscheiden, ist vielleicht nicht gut für die Koalition. Aber es ist gut für die Menschen. Und es ist gut für das Parlament. Es gibt seit Jahren im Deutschen Bundestag eine klare Mehrheit der Abgeordneten für die Öffnung der Ehe. Eine Abstimmung ist aber bisher durch Koalitionsverträge verhindert worden. Erfreulicherweise ist seit Montag unser Koalitionspartner auch der Meinung, dass diese Frage eine Gewissensentscheidung ist. Lieber Thomas Oppermann, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich habe Sie ja selten so gelöst erlebt wie heute. Ich will aber Ihnen schon anmerken, das hätten Sie natürlich die ganzen 4 Jahre haben können. Hätten wir die ganzen 4 Jahre. Also wir hätten doch so viel an fortschrittlicher Politik hier im Deutschen Bundestag beschließen und umsetzen können. Das wäre doch wunderbar. Ich will nur eine Anmerkung machen. Ich will nur eine Anmerkung machen. Wir als Linke werden allerdings nie die CDU-Vorsitzende um Erlaubnis fragen, ob wir fortschrittliche Politik beschließen dürfen. Das werden wir nie machen.